Hi, ich wollte nur mal kurz sagen, dieser Podcast hat jetzt auch einen Newsletter, damit du keine Folge mal so aus Versehen verpasst und damit du mitbekommst, wenn es eine Aktion oder ein Special rund um Binweg Bouldern gibt. Den Newsletter, den findest du auf meiner Steady-Seite, das ist steadyhq.com/binwegbouldern und natürlich auch auf binwegbouldern.de. Das war's, viel Spaß mit dieser Folge. Das ist eins der wichtigsten Faktoren, die so eine Halle braucht, um Kosten im Zaum zu halten. Wir haben sehr viel mit unseren Mitgliedern gearbeitet. Wir haben aber auch viel mit Partnern gearbeitet, die uns Dinge zur Verfügung gestellt haben gegen ein Werbeschild. Und da hat hier die Region, der Bürgermeister, die Gemeinde, in der wir da in Wolpertshausen sind, hat uns da wirklich sehr viel geholfen. Hi und willkommen zu Folge 153 von Binweg Bouldern. Hier ist eure erkältete Moderatorin Juliane Fritz zusammen mit einer Tasse Salbeitee. Und zu Gast in dieser Folge ist Pierre Pardon von der Boulderhalle Boulderbock. Diese Halle hat ein Konzept, bei dem ich dachte, davon würde ich mir mehr wünschen. Der Boulderbock liegt in einem kleinen 2000 Einwohnerort in einer ländlichen Gegend. Eigentlich nicht der Ort, an dem man sich denkt, hier baue ich eine Boulderhalle. Pierre hatte aber mit ein paar Boulder-Freunden die Idee, eine Genossenschaft zu gründen. Sie haben sich ausgerechnet, wir brauchen maximal 300 Mitglieder, damit das funktioniert. Und Spoiler, sie haben es geschafft. Sie haben eine Boulderhalle gebaut und nun können da in einem wirklich kleinen Ort viele Leute einen coolen Sport machen. Ich bin ja selbst ein Dorfkind und ich weiß, auf dem Land gibt es oft nicht so viele Angebote, also finde ich das schon ziemlich genial. Und ich wollte sehr gern mit Pierre darüber reden, wie sowas geht. Bevor es ins Interview geht, eine kurze Frage. Hast du Bock, den Binweg Bouldern Podcast finanziell zu unterstützen? Dann werd doch Binweg Bouldern Mitglied bei Steady, zum Beispiel schon mit 3 € im Monat. Dann erfährst du zum Beispiel immer vorab, wer zu Gast bei mir im Podcast ist und kannst deine persönlichen Fragen stellen. Und du sorgst dafür, dass ich ein regelmäßiges Einkommen als Podcasterin habe. Und ich danke allen, die schon bei Steady mit dabei sind, weil das hilft mir wirklich sehr. Und jetzt ab ins Interview. In Wolpertshausen gibt es seit neuestem eine Boulderhalle, die heißt der Boulderbock. Offiziell eröffnet im April 2024. Wolpertshausen hat gerade mal 2000 Einwohner, liegt in einer sehr ländlichen Gegend im Nordosten Baden-Württembergs. Die nächste Kletterhalle ist in Heilbronn, 40 Autominuten entfernt. Und eigentlich wäre das ein Ort, an denen sich erfahrene Hallenbetreiber, Betreiberinnen nicht ranwagen würden. Aber die Betreiber dieser Halle, die haben es einfach mal ganz anders gemacht. Sie hatten wirklich Bock auf Bouldern ohne weite Anfahrten und sie haben eine Genossenschaft gegründet, um die Halle zu finanzieren. Und das ist wirklich außergewöhnlich und deshalb rede ich mit einem der Gründer jetzt mal über dieses Projekt. Und ich sage hallo, Pierre Pardon. Hallo, Juliane. Ich freue mich auf das Interview mit dir. Danke für die Einladung. Und ich würde ganz gerne mit dir direkt reinstarten mit der Frage, die ich so ein bisschen eben schon angeteasert habe. Was sagst du, hätte es irgendeinen Sinn, eine normale kommerziell betriebene Boulderhalle in so einem Ort wie Wolpertshausen zu eröffnen? Darüber haben wir uns natürlich auch Gedanken gemacht und ich ganz persönlich glaube ja. Allerdings glaube ich auch, wäre das wohl sehr viel schwerer, eine reine, ich sage jetzt mal normale Boulderhalle dort zu installieren. Warum? Weil du hast einfach keine Mitglieder, du hast keine Nutzer von Anfang an, die das nutzen wollen, sondern du musst natürlich erstmal eine Kundenbasis aufbauen. Und daher glaube ich, ist es deutlich schwerer, eine, ja, wie gesagt, normale kommerzielle Halle dort zu eröffnen. Würdest du sagen, dass sozusagen diese ländliche Gegend, wo ihr seid, schon ein Boulder-Publikum bietet, was groß genug ist? Ja, auf jeden Fall. Die Boulder-Community oder die Kletter-Community ist dort auch schon sehr, sehr gewachsen, weil es gab in dem Nachbarort eine der allerersten Kletterhallen in Deutschland.
Die wurde schon Anfang 90er, glaube ich, und sogar Ende der 80er Jahre gebaut und hat leider schon Anfang der 2000er geschlossen aus persönlichen Gründen. Das heißt, Klettern ist in der Region bei uns hier schon lange zu Hause. Okay, dann erklär uns vielleicht mal zu Beginn, ich glaube, das ist ganz wichtig, die Begriffe auch zu verstehen. Was ist denn der Unterschied zwischen einer kommerziellen Boulderhalle und einer Boulderhalle als Genossenschaft? In Klammern, Genossenschaft, was ist das? Du sagst immer kommerzielle Boulderhalle. Natürlich, wir sind ja, die Genossenschaft ist ja eine Kapitalgesellschaft. Das heißt, für uns ist es natürlich auch wichtig, Umsätze zu erwirtschaften, damit die Halle überhaupt funktioniert. Es ist ja kein Verein. Also das heißt, der Unterschied zwischen einer GmbH, die meisten kennen, und einer Genossenschaft ist jetzt nur in der Struktur anders. Der tägliche Betrieb in der Genossenschafts-Boulderhalle bei uns im Boulderbock, da gibt es keinen Unterschied. In allem anderen sind wir natürlich schon sehr unterschiedlich. Also um nochmal auf die GmbH zurückzukommen, die meisten Hallen sind ja in Form einer GmbH am Start. Dort gibt es dann vielleicht 1 bis 4 Gesellschafter, denen diese Halle gehört. Und bei uns in der Genossenschaft ist es eben da, ist der größte Unterschied, dass diese Halle jetzt nicht 1 bis 4, 5 Personen gehört, sondern die gehört allen Mitgliedern der Genossenschaft. Also das heißt, jedes Genossenschaftsmitglied ist sozusagen auch Inhaber dieser Halle und dementsprechend hat er auch gewisse Aufgaben. Er hat natürlich aber auch sehr viele Vorteile, weil er eben Eigentümer dieser Halle ist. Ein wichtiger Unterschied ist zum Beispiel auch, dass es bei uns in der Halle ein Berater- und Kontrollorgan gibt, den Aufsichtsrat. Manche kennen das Thema Aufsichtsrat von einer Aktiengesellschaft. Das gibt es bei der Genossenschaft eben auch. Und dieses Organ sind Berater, das sind Menschen, die Mitglieder der Genossenschaft sind und die sich sozusagen in dieses Organ wählen lassen haben und haben dort eben die Aufgabe, draufzuschauen, was macht der Vorstand, bei dem ich ja einer der 2 Vorstände bin, neben dem Thilo Federico. Wie läuft es insgesamt? Und sozusagen der Aufsichtsrat ist auch ein Vertreter der gesamten Genossenschaft. Okay, also es gibt sehr viele Mitglieder in einer Genossenschaft, die das Ganze inhaltlich mitgestalten, aber auch finanziell sozusagen überhaupt die Basis erst für diesen Bau der Halle geleistet haben, ja? Das ist richtig. Ein ganz wichtiger Baustein sind diese Mitglieder. Und wie viele Leute sind das? Also wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte das auch machen, wie viele Genossenschaftsmitglieder können zusammen eine Boulderhalle gründen? Wie viele Menschen können das tragen? Weil das ist ja auch teuer einfach, ne? Wie geht es? Ja, das ist natürlich, kommt natürlich immer darauf an, in welcher Größenordnung die Halle geplant wird. Wenn man mal bei uns auf die Halle schaut, dann haben wir die natürlich erstmal auf eine solide Basis gestellt von der Größe her. Unsere Zielgröße war 300 Genossenschaftsmitglieder zu finden, die Basis bilden, um das Ganze wirtschaftlich auch betreiben zu können. Und die habt ihr dann gefunden, die 300? Und ab da habt ihr gesagt, okay, jetzt kann es weitergehen, oder wie war das? Natürlich gehört zu einer Boulderhalle oder zu einer Gründung von einem Unternehmen natürlich eine saubere Basis in der Vorbereitung auch. Und es braucht ja auch alles ein bisschen, um die ganze Finanzierung sauber zu haben, um die ganzen Aufträge zu verteilen an den Bau so einer Halle. Und daher haben wir gesagt, okay, es gibt eine Größe, ab der macht es Sinn für uns loszulaufen. Und es waren knapp 200 Mitglieder. Und da haben wir gesagt, okay, jetzt sind wir mit 2/3 sind wir dabei. Und die nächste Hürde 300, die wir uns gesetzt haben, die wollen wir bis zum Start, also bis zur Eröffnung dann auch haben. Und so sind wir vorgegangen. Das heißt, bei 200 haben wir alle Verträge unterschrieben, haben uns nochmal das Okay der Genossenschaft eingeholt, dass auch alle dahinter stehen nach wie vor. Und dann haben wir angefangen zu bauen und beim Start bei der Eröffnung am 1. April diesen Jahres hatten wir dann tatsächlich auch die 300 Mitglieder und konnten dementsprechend dann auch entspannt in den Start gehen.
Okay, cool. Was habt ihr euch denn am Anfang ausgerechnet, wie viel ihr braucht, um die Halle, den Bau zu finanzieren? Und wie viel musste dann jedes einzelne Genossenschaftsmitglied da beitragen? Also was musste man dann zahlen oder was muss ich zahlen, wenn ich da ein Genossenschaftsmitglied bin bei euch? Also die Details jetzt der Finanzierung würde ich jetzt mal hier ein bisschen hinten anstellen. Ich würde gerne auf die, was du gesagt hast, auf den, was muss ich bringen? Also erstmal grundsätzlich, wenn ich Genossenschaftsmitglied werden will, dann habe ich den Auftrag, mindestens einen Anteil an der Genossenschaft zu erwerben. Und wie hoch dieser Anteil ist, den legt jede Genossenschaft einfach selber fest. Ja, das heißt, wir haben festgelegt, bei uns kostet ein Anteil an der Genossenschaft 200 Euro. Das ist eine Geldanlage, das ist kein Beitrag, den ich dauerhaft jedes Jahr bringen muss, sondern das ist eine Geldanlage, die so lange in der Genossenschaft bleibt, bis ich aus der Genossenschaft aussteige und dann bekomme ich meine Einlage zurück. Bei uns 200 Euro und dann ist eben die Frage, wie schaut die Finanzierung aus, wie möchte ich das gestalten, was kostet das ganze Unternehmen auf die Beine zu stellen und dann kann eben jede Genossenschaft ja überlegen, okay, ich brauche so und so viele Mitglieder, um erstmal das Ganze finanziell auf gesunde Beine zu stellen. Und wie gesagt, bei uns waren das 300 Mitglieder und da kann jeder mitrechnen. Wenn jeder einen Anteil kauft der 300 Mitglieder, dann sind es 60.000 Euro, die hier sozusagen als Grundbasis eingelegt werden. Jetzt ist es aber so, dass natürlich jeder der Genossenschaftsmitglieder frei entscheiden kann, will ich einen Anteil, dann habe ich alle Rechte und Pflichten, die ich als Genossenschaftsmitglied habe, oder möchte ich einfach mehr? Ich möchte der Genossenschaft noch mehr, möchte die noch mehr unterstützen, dann kann jedes Mitglied natürlich selbst entscheiden, ob sie 1, 5, 10, 20, 100 Anteile kaufen möchte. Und so ist es bei uns auch gewesen. Wir haben ein sehr breites Spektrum. Wir haben natürlich viele, die mit einem Anteil dabei sind. Es gibt aber auch viele, die haben deutlich mehr Anteile gekauft oder das Geld eingelegt. Und dementsprechend haben wir so unser Grundkapital in die Gesellschaft eingelegt und hinterlegt. Aber möchtest du uns die Zahlen nennen, was ihr für den Bau gebraucht habt an Geld? Weil ich glaube, andere Leute, die vielleicht mit so etwas liebäugeln, interessieren sich schon für die konkrete Zahl. Was kostet der Bau einer Boulderhalle? Ja, genau. Das war nicht für uns auch am Anfang. Ich bin ja schon lange in der Planung, sowas zu machen bei uns. Und die steigenden Preise insgesamt bekommen wir alle jeden Tag hautnah mit. Und daher haben wir uns sehr viel überlegt, wie können wir Kosten sparen, trotzdem eine tolle Halle bauen, um natürlich auch anderen zu zeigen, das geht. Das geht auch in solchen Regionen, wo wir Städte haben, die vielleicht nur 30.000, 40.000 Einwohner haben und eben nicht 200.000 oder Millionen Einwohner. Und dementsprechend haben wir bei der Kostenstruktur sehr viel auch mit Eigenleistung gearbeitet. Und am Ende, um eine Zahl zu nennen, haben wir für die ganze Halle keine 300.000 Euro gebraucht. Okay, das ist sehr spannend. Ihr habt im Prinzip auch als Gemeinschaft zusammen damit angepackt und gebaut. Korrekt. Das ist eins der wichtigsten Faktoren, die so eine Halle braucht, um, wie gesagt, die Kosten für die Herstellung in Zaum zu halten. Wir haben sehr viel mit unseren Mitgliedern gearbeitet. Das war wahnsinnig gut, wie da die Community schon am Start war. Wir haben aber auch viel mit Partnern gearbeitet, die uns über Partnerschaften Dinge zur Verfügung gestellt haben. Ich sage jetzt mal, gegen ein Werbeschild haben die uns zum Beispiel Sachen gebaut aus Holz, Geräte. Sie haben uns Matten geliefert. Sie haben uns Arbeitszeit an sich zur Verfügung gestellt. Wir leisten quasi im Gegenzug eine Werbeplattform. Und da hat hier die Region, sowohl auch die Gemeinde, der Bürgermeister, die Gemeinde, in der wir da in Wolpertshausen sind, hat uns da wirklich sehr viel geholfen, um das auch, wie gesagt, in einem überschaubaren Kostenrahmen auf die Beine zu stellen. Habt ihr euch da auch externe Hilfe reingeholt von Menschen, die sich mit diesem Kletterhallen-Boulderhallen-Business auskennen? Also es gibt da einfach Wandbauer, die einfach schon seit Jahren das jetzt professionell machen. Habt ihr euch
auch von dort Know-how reingeholt oder auch Leute dafür bezahlt, dass die euch da so ein bisschen, ja, dann doch anleiten oder helfen? Natürlich haben wir uns gerade, der größte Faktor sind ja die Wände. Die Wände, die Griffe, die Matten, das ist ja der größte Invest, den ich in so einer Halle habe. Und da haben wir uns natürlich mit verschiedensten unterhalten. Wir waren zum Beispiel auch auf der Messe am Bodensee, Friedrichshafen war das, glaube ich, wenn ich mich nicht erinnere, genau. Und haben uns mit einigen unterhalten. Weiß nicht, ob ich da einen Namen nennen darf hier bei dir. Oder wenn du das möchtest. Ja, also es gibt zwei Menschen, die uns extrem viel geholfen haben und mit denen wir auch dann zusammen auch das gemacht haben. Das ist einmal der Christoph Bucher, den viele kennen von Valtopia. Und der andere ist der Huber Knupp aus Memmingen, der auch in der Szene durchaus hier im Süden bekannt ist. Und die haben uns viel beraten, wo macht es Sinn, Geld zu investieren und wo macht es Sinn, eben auch darauf zu verzichten, was jetzt, sage ich mal, zwar alles super hübsch ist, aber am Ende des Tages nur für wenige Menschen. Und das ist so die Basis gewesen. Was ist für viele Menschen wichtig und was ist nur für ganz wenige Menschen wichtig? Oder was wird nur von wenigen Menschen genutzt, auch wenn es hübsch aussieht? Und da haben wir eine ganz klare Meinung dann gebildet uns und so haben wir geplant und so haben wir umgesetzt und am Ende des Tages haben wir unser Budget sogar unterschritten, was in der bei einem Bau von so einem Objekt sehr oft ja nicht der Fall ist. Ja. Zumindest haben uns das viele andere gesagt. Hast du da ein Beispiel für? Was sind so Dinge, die in Boulderhallen eher so hübsch aussehen, aber dann vielleicht nicht so viel genutzt werden? Den Betreibern sollte klar sein, was ist mein Hauptzielpublikum? Und wir haben jetzt zum Beispiel eine Spraywall gebaut in Eigenregie. Die Frage war natürlich immer, ja, baut ihr auch ein Kilterboot? So, jetzt haben wir uns mit den Kosten beschäftigt und da bist du halt schnell bei 30.000 Euro. Und für unser Zielpublikum, da würden wahrscheinlich von den Menschen, die da in der Woche kommen, würden wahrscheinlich 2-3 Leute da an dem Kilterboot rumklettern und der Rest würde das gar nicht nutzen. Und bis wir die 30.000 Euro wieder verdient haben und dann muss man überlegen, 30.000 Euro, das sind 10% unseres Gesamtbudgets. Also völlig irrsinnig, sowas hier an den Start zu bringen. Das sind andere Dinge viel wichtiger, wie ein Café zum Beispiel, ein schönes Café, wo die Menschen entspannt sitzen können und die Zeit genießen können. Okay, also das Kilterboard ist dieses eine Beispiel. Hast du noch ein anderes Beispiel für Dinge, die ihr dann geskippt habt, weil ihr gesagt habt, na okay, ist nicht ganz so wichtig? Was zum Beispiel nicht ganz so wichtig für uns war, ist auch ewig große Überhänge. Ja, also sehr steile Wände mit viel Überhang. Das war zum Beispiel bei uns auch nicht wichtig, weil wir sagen, unser Hauptpublikum sind Familien mit 1 bis 2 Kindern und das sind nicht die Profikletterer oder die, sagen wir mal, sehr, sehr stark, extrem stark klettern, haben wir auch. Aber das ist einfach die Unterzahl. Die meisten sind ganz normal, die wollen einfach eine gute Zeit, die Freizeit verbringen. Und daher starke Überhänge mit extremen Konstruktionen, die viel, viel Geld kosten, haben wir zum Beispiel weggelassen. Dafür haben wir gesagt, okay, wir kaufen ein paar mehr Volumen, um dann an der einen oder anderen Stelle diese schwierigen Überhänge dann selber zu bauen, wenn wir es wollen. Ja, das klingt sehr logisch. Da habe ich auch nie drüber nachgedacht, dass vielleicht eine Wand mit einem starken Überhang auch von der Konstruktion her natürlich anspruchsvoller, teurer ist. Absolut. Ja, okay. Das war jetzt also das Thema Wandbau. Beim Thema Matten, da muss man sich dann einfach für einen Hersteller entscheiden, oder? Da gibt es jetzt nichts, wo man noch irgendwie groß sagen kann, ich baue jetzt meine Matte selber oder sonst was. Doch. Wie gesagt, wir haben ja die Spraywall selbst gebaut und ich finde, die ist mega gut geworden. Wir haben natürlich vor allem auch in der Community haben wir Schreiner und Zimmermannsleute, die natürlich extrem gut mit Holz umgehen können. Wir haben das gemacht. Und dann war die Frage, ja, wir brauchen jetzt eine Matte drunter, die ist 4x6 Meter zum Beispiel. Ja, was kostet die? Und da habe ich dann zum Beispiel einfach mal mir Kostenvorschläge geben lassen. Und da bist du halt dann trotzdem auch schnell bei, mit allem drum und dran, 2.000 Euro. Ja, die sind da schnell weg für so eine Matte. Aus der Community heraus kam dann die Idee, hey,
In den Schulen werden gerade viele Matten, so diese Hochsprungmatten, diese, die man so kennt, werden dort ausgetauscht. Lass uns mal schauen, ob wir da was machen. Und dann haben wir uns da über Schulen sehr, sehr kostengünstig für ein paar Euro solche Matten geholt und haben die dann selber zugeschnitten, haben die überspannt und haben da mit, ich sage jetzt mal, insgesamt mit 500 Euro eine mega Matte drunter gebaut, wo alle, die an dieser Spraywall trainieren, sagen, hey, das ist völlig ausreichend und absolut safe. Also die Spraywall hat diese Schulmatte und die anderen Wände haben andere Matten? Die haben die richtigen Standardmatten mit Filz obendrauf, also modernste Matte. Also alles, was Kletterwände angeht und Matten angeht, sind wir auf dem absolut modernsten Stand. Und da ist bis auf die Zeit, die wir mit investiert haben, um das Ganze einzubauen, ist dort alles aus Profihand. Gibt es noch irgendwelche anderen DIY-Sachen bei euch, die ihr irgendwie selber gebaut habt, statt euch einzukaufen? Ein sehr großer Kostenfaktor ist ja das Thema Kaffee und vor allem da die Küche. Ja, in der heutigen Zeit in Deutschland ist es ja so, es gibt ja unfassbar hohe Anforderungen an Küche, was du da reinstellen darfst, wie das aufgebaut wird. Ja, da gibt es ganz viele Kontrollorgane, die das Ganze sich anschauen und dann genehmigen oder auch nicht genehmigen. Und die meisten setzen ja da auf Edelstahlküchen aus der Gastronomie. Das wollten wir natürlich auch so, weil wir sagen, hey, das ist langfristig die beste Investition. Und jetzt kann man natürlich hergehen und kann sich so eine Küche kaufen, komplett neu. Oder man geht her und sagt, wo kann ich vielleicht eine Küche bekommen? Heute werden Gastronomien ja oft geschlossen. Was machen die mit ihren Geräten? Was machen die mit ihren Möbeln? Die haben sie teuer eingekauft, aber das bekommen sie dann gar nicht mehr los, weil die meisten Gastronomen ja doch neu kaufen. Und wir haben uns da ein paar Sachen angeschaut und haben hier wirklich, also der Grundinvest für so eine Küche wären ungefähr 10.000 Euro gewesen und wir haben in Summe mit allem, mit Einrichtung, mit allem drum dran in 3.000 ausgegeben. Und wir haben eine Top-Küche, die vom zuständigen Gesundheitsamt komplett abgenommen wurde und man kann dort super arbeiten. Mhm. Also das sind so Tipps, die ich auch gerne weitergebe an andere, die sowas planen. Wo macht es Sinn, neu zu kaufen? Wie zum Beispiel bei Matten und Wände für das Bouldern. Und wo macht es auch Sinn, mal nach gebrauchten Sachen zu schauen? Wie zum Beispiel nach einer Siebträgermaschine, die schnell mal 10.000 Euro kostet. Da reicht es auch, die halten in der Regel 20 Jahre, ja, und länger. Da kann ich ruhig auch eine kaufen, die 2-3 Jahre schon in Gebrauch war. Mhm. Wie groß ist eure Halle denn am Ende geworden? Wir haben bewusst uns aufgrund, wie gesagt, wirtschaftlichen Gründen nach einer Halle umgeschaut, die erstmal von der Größe her mit 400 Quadratmeter Kletterfläche eher im kleineren Segment, wenn man heutige Maßstäbe ansetzt, sich befindet. Weil wir haben gesagt, wir wollen lieber eine volle Halle und haben die Möglichkeit zu erweitern, wie eine Riesenhalle, die aber irgendwie leer ist, weil jeder kennt das Thema, zwei Restaurants, in dem einen Restaurant ist viel los, kriegt man kaum einen Platz, im anderen ist nichts los. Wo will man rein? Man will natürlich dort rein, wo viel los ist. Das ist einfach menschlich. Ja? Man denkt, ja, da ist toll, da ist mega und da geht man natürlich viel schneller rein. So, und der Gedanke ist bei uns auch Kostenthema und natürlich auch, die Leute sollen mit vielen Menschen in Kontakt kommen und deswegen überschaubare Größe, 400 Quadratmeter Kletterfläche. Plus Fitness, plus dem Café und auch dem Außenbereich. Und wir haben die Möglichkeit, bei uns die Halle zu erweitern. Das heißt, wenn sich das alles sehr gut entwickelt, so wie es auch gerade schon tut, können wir weitere Hallenteile dazu nehmen und können dort auch erweitern. Diese Halle ist so, dass da noch weitere Hallenbereiche sind, die ihr noch anmieten müsstet dann, um da noch zu bauen? Mhm. Genau, das ist aber mit dem Eigentümer schon besprochen. Wir können auf der gleichen Ebene nochmal 200 Quadratmeter Grundfläche, 250 Quadratmeter Grundfläche nochmal dazu nehmen und wir können im Untergeschoss, weil das ist am Hang gebaut, wir sind zwar ebenerdig, aber unter uns gibt es nochmal die gleiche Größe, wie wir schon haben. Da könnten wir theoretisch auch nochmal erweitern. Die Boulderhalle als Genossenschaft. Gab es irgendein Vorbild für das, was ihr da macht, wo ihr gesagt habt, ach, das wollen wir auch so machen oder wie seid ihr drauf gekommen? Tatsächlich gibt es, soweit wir es wissen, in Deutschland kein vergleichbares Vorbild. Natürlich kenne ich das, weil ich komme aus der Immobilien- und Finanzbranche, kenne ich das von
Immobilieninvestoren, dass es da Genossenschaften gibt oder auch bei Banken. Viele kennen ja die Volks- und Raiffeisenbanken, das sind ja alles Genossenschaften. Wir sind tatsächlich darauf gekommen, weil wir gesagt haben, wir wollen einen Ort schaffen für alle Menschen, die diesen schönen Sport leben und vielleicht auch erstmals ausüben wollen. Ein Ort für Bewegung und Begegnung. Und es ist uns erstmal nicht wichtig, dass wir davon unseren Lebensunterhalt verdienen. Wir wollen einfach diesen schönen Sport allen Menschen zugänglich machen, ohne diese persönlichen Verdienstgründe in den Vordergrund zu schieben. Und dann gab es noch das Thema, ja, wenn wir so den Hobby, sagen wir das Hobby, so ein bisschen zum Beruf machen wollen, aber nicht hauptsächlich, wie ist es dann mit der Verantwortung? Weil du hast natürlich bei so einem Objekt auch sehr viel Verantwortung. Und da haben wir gesagt, hey, diese Verantwortung, die soll ja auch nicht einer tragen, sondern am besten wäre es, wenn wir diese Verantwortung auf viele Schultern verteilen könnten. Und aus diesen ganzen Gründen raus haben wir gesagt, gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt einmal, wir gründen einen Verein. Dann haben wir aber das Thema, naja, wie können wir das wirtschaftlich richtig betreiben? Weil da gibt es ja viele Einschränkungen im Vereinsleben. Und was gibt es denn sonst noch? Und da haben wir gesagt, ey, die Genossenschaft ist eigentlich genau das Richtige. Ist im Prinzip wie ein Verein, nur mit den Vorteilen, dass wir natürlich auch wirtschaftlich das Ganze betreiben können. Und wie gesagt, die Verantwortung und auch der Profit aus der ganzen Geschichte, der geht einfach ganz vielen Menschen zu. Und das war das Richtige für uns. Okay, da jetzt noch ein paar Fragen dazu. Ihr habt also gesagt, wir müssen damit kein Geld verdienen. Heißt das, dass alle Leute ehrenamtlich bei euch arbeiten und niemand mit dieser Arbeit Geld verdient? Das ist nicht richtig. Wir haben uns auch vorgenommen, dort Arbeitsplätze zu schaffen. Und das haben wir auch gemacht. Das heißt, die meisten Menschen, die dauerhaft bei uns engagiert sind, die sind auch angestellt. Und was sind das für Positionen? Das sind natürlich Positionen wie der Routenbau, weil hier ist natürlich viel zu tun. Wir schrauben in der Regel 14-tägig um. Es gibt bei uns natürlich auch eine Hallenleitung, das ist der Lou. Der Lou, der ist jetzt zwar auch nicht in Vollzeit da, aber natürlich ein paar Stunden mehr als andere. Und dementsprechend soll der natürlich auch entsprechend auch was verdienen. Und es gibt sehr viele, die natürlich im Café für Kindergeburtstage, für Kurse da sind. Die machen das hauptsächlich als Minijob, also 530 Euro Minijob. Und der Vorstand, das ist der, wie gesagt, der Thilo, Federico und ich, wir, wie gesagt, machen das ja auch nebenberuflich. Wir kriegen auch einen gewissen Betrag pro Monat, der, wie gesagt, eine Aufwandsentschädigung eher gleicht. Und so gestalten wir das. Das heißt, es gibt viele, die bei uns auch normal einen Job im Nebenberuf tätigen. Und es gibt natürlich trotzdem viele, die auch bei uns ehrenamtlich durch die Genossenschaft mithelfen. Und du hattest gerade schon noch einen anderen Punkt angesprochen, den ich oft von Hallenbetreibenden höre, dass man da sein Hobby zum Beruf macht und dann aber merkt, man hat fürs Hobby gar nicht mehr so viel Zeit. geht es denn bei dir auf? Also du sagst, okay, du bist da jetzt Hallenbetreiber, hast du noch genug Zeit für dein Hobby? Und du hast ja auch eigentlich noch einen anderen Job, muss man ja auch dazu sagen. Ja, ich habe noch ein paar andere Jobs neben dem Papa sein. Genau, und du bist Papa. Ich würde noch mal kurz auf die Vorherfrage ganz kurz einen Satz ergänzen. Und zwar, es ist natürlich schon möglich, auch in der Genossenschaft das hauptberuflich zu machen. Das geht. Also für alle, die jetzt denken, ja, Genossenschaft ist was für mich, aber ich will damit ja mein Hauptgeld verdienen. Das funktioniert schon. Das muss halt dann anders geplant werden. Wir wollten das nicht. Deswegen, wie gesagt, haben wir es nicht. Es würde aber funktionieren. Mhm. Für mich persönlich, was das Thema Bouldern angeht, ja. Sport angeht, die Leute, die schon mal selber eine Firma gegründet haben, wissen das. Am Anfang ist man da so ein bisschen blauäugig. Manchmal auch, ja, ein bisschen denkt man, ja, das geht alles nebenbei. Es ist natürlich am Anfang sehr viel Arbeit. Es ist sehr viel, gerade bei mir, viel organisieren. Wir müssen nachbessern, wir müssen weiterplanen. Und solche Sachen wie Interviews machen, wie heute, das ist alles Zeit, die wir gerne investieren. Da bleibt das Hobby ein bisschen auf der Strecke.
Das heißt, für mich persönlich hat die Halle jetzt noch nicht dazu geführt, dass ich mehr bouldern kann. Für viele andere schon natürlich, weil sie müssen jetzt nicht mehr eine Dreiviertelstunde irgendwo hinfahren und wieder eine Dreiviertelstunde zurückfahren. Das heißt, sie brauchen mal locker 3-4 Stunden Zeit, sondern sie können sagen, ey, da wir ja von 6 bis 24 Uhr geöffnet haben über unsere App, können die natürlich sagen, ey, ich gehe früh mal eine halbe Stunde vorm Geschäft oder ich gehe mal schnell für eine Stunde am Wochenende los. Dementsprechend andere profitieren da natürlich extrem davon. Ich glaube, dass wir ab 2025 so gesattelt sind und so gut organisiert sind, dann ist das erste Jahr mal rum, dass dann auch für mich persönlich die Zeit bleibt, um dann die Halle auch richtig zu genießen. Ich drücke euch die Daumen. Und die Öffnungszeiten ist ja auch crazy. 6 bis 24 Uhr, wird das sehr gut genutzt von vorne bis hinten? Ja, tatsächlich. Da sind wir, glaube ich, auch sehr weit vorn in der, sagen wir mal, in der modernen Öffnungszeitsgestaltung. Ich kann mich jetzt nur an ein, zwei Hallen erinnern, die auch ähnlich unterwegs sind mit ähnlichen Öffnungszeiten. Für uns war es ganz wichtig, dass wir auch ohne Personal die Halle öffnen wollten und haben dafür ein tolles System entwickelt über eine eigene Boulderbock-App, die es ermöglicht, allen, nicht nur den Genossenschaftsmitgliedern, also auch den Menschen, die jetzt einfach so bouldern wollen, also das ist ja auch erlaubt bei uns, ja. Die Frage würde wahrscheinlich noch kommen von deiner Seite, kann ich auch als Nicht-Mitglied in der Genossenschaft bouldern? Bei uns heißt es Basismitglied. Unsere Halle ist für alle geöffnet. Das heißt, alle, die diese App haben, können von 6 bis 24 Uhr die Halle nutzen und dementsprechend, das wird auch genutzt. Viele kommen auch in der Mittagszeit, die sagen, hey, Mittagspause, ich war jetzt irgendwie 4 Stunden vorm Rechner gehockt und ich brauche jetzt Bewegung. Oder zum Beispiel in den Ferien mit den Kindern, dann wird der Vormittag gut genutzt. Tatsächlich kommen viele frühzeitig, es kommen weniger abends spät. Und was hat es mit der App auf sich? Also warum braucht es die App dazu? Ich muss mich ja irgendwie legitimieren, damit ich in die Halle reinkomme. Und wir haben überlegt, es gibt ja verschiedene Modelle. Wie kann ich eine Tür öffnen, Transponder, eine Karte, wie auch immer. Wir wollten wirklich zukunftsträchtig das Ganze gestalten und haben gesagt, komm, wir bauen eine eigene App. Und da gibt es einen QR-Code, der für jeden persönlich ist, der sich auch immer wieder ändert, sodass der auch safe ist, dass der nicht geklaut werden kann. Und mit diesem QR-Code, wenn ich eine gültige Karte habe, Tageskarte, Jahreskarte, Monatskarte, kann ich die Tür zu jeder Zeit zwischen 6 und 24 Uhr öffnen und kann rein, egal ob jetzt der Lou oder ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin vor Ort ist, dort drin bouldern, Fitness betreiben, duschen. Ich kann über Getränkeautomaten mir Getränke holen und ein Eis zum Beispiel. Wir haben einen Eisautomaten, da kann man sich auch ein Eis holen im Sommer und ich kann dort einfach dann meinen Sport ausüben. Gibt es da irgendwelche Ängste vor Missbrauch des Ganzen oder Sicherheitsrisiken davon, dass Leute alleine in der Halle sind oder so? Was sind da eure Gedanken? Selbstverständlich gibt es da die Stimmen, ja, das wird bestimmt missbraucht, dann nimmt einer 5 Leute mit rein und das ist dann wieder zum Nachteil für die ganze Community, für die Halle, für das ganze Wirtschaftliche. Wir haben uns klar dafür positioniert, dass wir sehr viel Vertrauen haben in unsere Nutzer. Wir geben einen großen Vertrauensvorsprung, der wurde bisher auch noch nicht missbraucht, was uns sehr freut. Es gibt weder Dinge, die geklaut wurden, noch wurde irgendwas zerstört oder wir haben festgestellt, dass dort Menschen reingehen, die nicht bezahlt haben. Also daher vielen Dank an der Stelle schon mal an unsere Community, weil da achten auch die Menschen drauf, weil, wie gesagt, die Halle gehört ja allen und dementsprechend, wenn ich da nicht drauf achte, habe ich selber einen Nachteil davon und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt an der ganzen Sache. Und was wir eingerichtet haben, das war uns besonders wichtig und das kam auch aus der Community raus, die Idee. Wir haben zum Beispiel einen Notfallknopf. Das heißt, wir haben in dieser Halle 24 Stunden Notfallüberwachung. Das heißt, wenn irgendwas ist, kann ich über einen Notfallknopf
Hilfe anfordern. Und zwar läuft es über das ASB, das ist sowas wie ein Rotkreuz, das ist im Ort und die haben 24 Stunden Bereitschaft. Und wenn irgendwas ist, gesundheitlich oder auch technisch, dann wird über diese 24 Stunden Bereitschaft geholfen. Und wir haben 24 Stunden Videoüberwachung, beziehungsweise Video laufen. Das heißt, wenn irgendwas ist, können wir auch, wenn wirklich Missbrauch, um das mal nochmal zu beleuchten, wenn irgendwie Missbrauch, Vandalismus etc. ist, wir haben Videoüberwachung im ganzen Objekt, so dass auch hier die Menschen sich sicher fühlen können. Und sowas wurde wahrscheinlich auch mit allen Mitgliedern beschlossen, dass es genauso die Regelung gemacht wird, kann ich mir vorstellen. Korrekt. Für solche Sachen holen wir uns immer das Okay der Genossenschaft. Dafür gibt es dann außerordentliche Versammlungen oder eben die jährlichen Versammlungen, wo dann solche wichtigen Entscheidungen dann auch über die Genossenschaft getragen werden, sodass nicht wir allein diese Entscheidungen treffen müssen. Ich finde es aber ein bisschen erstaunlich, dass quasi nicht nur die Genossenschaftsmitglieder diese quasi sehr großzügigen Eintrittsrechte in die Halle haben, sondern halt auch alle anderen. Also du hast ja schon gesagt, die Genossenschaftsmitglieder haben noch einige Vorteile in der Halle gegenüber Nicht-Genossenschaftsmitgliedern. Und für mich klingt es schon gerade wie ein super cooles Angebot. Was bekommen denn Genossenschaftsmitglieder noch on top, wenn sie bei euch mit dabei sind? Richtig, weil wir sind eine Halle, die niemanden ausschließt. Also zu uns darf jeder kommen. Um das vielleicht ergänzend, bevor ich auf deine Frage eingehe, nochmal genau. Wir haben zum Beispiel auch eine Partnerschaft mit Wellpass oder mit Hansefit. Das war auch erstmal, haben auch manche gesagt, ja, wieso? Ich sage, ja, wir wollen niemanden ausschließen. Und dementsprechend dürfen alle zu uns kommen. Die Genossenschaftsmitglieder, unsere Pros, so nennen wir die intern, unsere Pros, die haben natürlich Vorteile. Die größten Vorteile sind natürlich in der Preisgestaltung der Tickets. Das heißt, die Pros haben bei uns bis zu 30% Preisvorteil gegenüber den Nicht-Genossenschaftsmitgliedern. Weiter ist ein großer Punkt, dass unsere Pros automatisch diese App haben. Wenn ich jetzt noch kein Genossenschaftsmitglied bin, noch kein Pro, dann muss ich selbstständig, sage ich mal, diesen Prozess der Anmeldung mit App etc. machen, was jetzt in der heutigen Zeit sicherlich für ganz, ganz viele kein Thema ist. Man muss es halt dann selber machen. Wie ihr installiert denn die App auf ihr Handy? Genau, also gut, die Download müssen sie selber machen, aber ja. Diese ganze Registrierung, die ganze Einspielen der Daten etc., das hat alles schon im Vorfeld erledigt. Ach so, das ist so eine Mini-Erleichterung quasi. Ja, genau. Ein großer Vorteil neben der Preisgestaltung ist allerdings zum Beispiel, was wir haben, das Genossenschaftsmitglied darf einmal im Monat zum Beispiel kostenfrei einen Freund, eine Freundin kostenfrei mitbringen. Das heißt, ich habe jeden Monat die Möglichkeit, einen Gastkletterer kostenfrei bei uns in der Halle mitzunehmen. Mhm. Oder zum Beispiel, es gibt auch Freikaffee, es gibt auch Wasser zum Beispiel, was die nutzen können, was kostenfrei zur Verfügung steht. Mhm. Und was bietet ihr noch an? Also du hast schon gesagt, es gibt einen Kaffee, es gibt einen Trainingsbereich. Wie seid ihr da aufgestellt? Also gibt es zum Beispiel einen extra Kinderbereich? Wie breit ist das Angebot bei euch im Bistro? Also was gibt es noch on top? Wir haben, wie gesagt, einen Trainingsbereich, der ist auf Functional Fitness ausgerichtet. Dann haben wir einen speziellen Kinderbereich mit einer Rutsche, mit einem Tunnel. Und dann haben wir noch einen Außenbereich. Wir haben einen schönen großen Garten mit Liegewiese. Wir haben Slackline, wir haben ein Trampolin. Da kann man lange Zeit verbringen. Mhm. Gibt es noch irgendwas, was ihr gerade direkt in Planung habt und noch dazu bauen wollt? Ja, gerade planen wir, den Außenbereich auszubauen. Wie gesagt, unsere Zielgruppe sind Familien mit 1 bis 2 Kindern ab 6 Jahren. Und diese wollen wir lange bei uns begeistern und damit die einfach lange bei uns auch Spaß haben. Und da planen wir gerade einen Außenbereich, natürlich mit Boulder-Möglichkeiten, allerdings auch mit Sachen wie zum Beispiel Parcours, so ein bisschen Ninja-Parcours, einfach wo Kinder und auch Erwachsene neben dem normalen Bouldern viel, viel Spaß haben, wenn es draußen die Temperaturen und auch die Witterung zulässt. Mhm.
Du sagtest gerade Kinder ab 6, heißt das, unter 6 ist kein Eintritt in die Halle möglich? Unter 6 ist auch Eintritt in die Halle möglich, sogar kostenfrei. Also bei uns zahlen die Kinder erst ab 6 Jahre Eintritt. Nur unsere Hauptzielgruppe sind Kinder ab 6 Jahren. Kannst du uns da noch ein bisschen Einblicke geben in den Betrieb der Halle? Also die Arbeiten, die halt so anfallen, Tresenbetrieb, Boulderbau, Reinigung der Halle oder halt auch der Bau der Erweiterung. Wie findet das Arbeiten dort bei euch statt? Da sind wir wirklich klassisch, um wieder auf die erste Frage zu kommen, kommerzielle Halle. Ich glaube allerdings, dass es auch zum Beispiel beim DAV genauso läuft. Der Tresenbetrieb, der Boulderbau, die Reinigung, das läuft alles gegen Entgelt. Das heißt, wir haben eine externe Reinigung, die das meiste reinigt. Unsere Mitarbeiter, die im Café und im Bereich Kurse entsprechend arbeiten, die nehmen auch mal den Staubsauger in die Hand. Wie groß ist da das Team? Also wie groß ist das Team für Boulderbau, das Tresenteam und so weiter? Wir haben im Tresenteam 10 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Im Boulderbau haben wir ein festes Team von 4 Menschen, sind 3 Herren, eine Dame. Und Reinigung, wie gesagt, macht eine externe Firma. Die kommen jeden Tag ganz frühzeitig vor 6 Uhr. Und 2 Vorstände, 7 Aufsichtsräte, den Boulderbau mit 4 Festen und der Tresenbetrieb. Was würdest du sagen, was empfindest du jetzt gerade als vielleicht so eine Art Baustelle oder Abläufe, die noch schwierig sind zu organisieren, wo ich noch eingrooven müsst? Was sind so Challenges für euch? Wir sind seit April am Start und da gibt es eben genau zu dem Thema, was du gerade angesprochen hast, natürlich der Ablauf. Da geht es los bei Übergabe, wenn jetzt die Schichtenübergaben sind von einer Person zur anderen, organisatorische Themen wie Einkauf für das Café, auch Themen wie Rückmeldungen geben, wenn jemand eine Information vom Kunden bekommt. Da gibt es natürlich immer auch Hürden, die noch zu nehmen sind. Das heißt, es läuft gerade in den Abläufen ist es noch nicht überall rund. Wir sind schon sehr gut unterwegs, da gebe ich aber ehrlich zu, das ist am Anfang. Da kommen auch immer wieder Hürden, die du am Anfang gar nicht gedacht hast, dass die da sind. Da sind wir ständig am Nachbessern. Mit dem Lou als unseren Hallenverantwortlichen vor Ort haben wir natürlich eine wichtige Person, die ganz, ganz viel dort abfängt, sodass wir als Vorstand, sage ich mal, nicht bei allen Dingen irgendwie dabei sein müssen. Er macht da sehr viel und dafür sind wir auch sehr dankbar. Das sind die Hauptpunkte, wo es zum Beispiel super, super gut läuft, wo ganz wenig Hürden oder auch Themen aufkommen, die jetzt wirklich auch verändert werden müssen, ist zum Beispiel der Routenbau. Also da haben wir ein tolles Team von Anfang an am Start gehabt. Da merkt man, dass es einfach schon eine gewisse Community im Klettern gab und gibt. Da konnten wir sehr, sehr gute Menschen für uns gewinnen, Personen, die da sehr, sehr selbstständig arbeiten. So, was du mir auch vorab schon gesagt hattest, war, dass Gewinne der Halle auch an Genossenschaftsmitglieder ausgeschüttet werden können. Wie sieht denn, die Zeit ist natürlich kurz, seit ihr geöffnet habt, aber wie ist denn da eure Prognose? Macht die Halle Gewinne? Läuft alles im Moment noch in den Betrieb rein? Gibt es da gute Aussichten für Gewinne? Tatsächlich wollen wir auch Gewinne ausschütten. Das entscheidet allerdings, wie es in einer Genossenschaft auch üblich ist, entscheidet die Mitgliederversammlung, die entscheidet darüber, wie viel ausgeschüttet wird. In der Planung ist es so, dass wir das Ganze ab dem 4. Jahr angehen wollen. Wir gehen davon aus, dass wir die ersten 3 Jahre immer wieder Geld auch investieren werden in Erweiterungen, in Neuanschaffungen, zum Beispiel jetzt aktuelles Thema sind jetzt nochmal Griffsets, die wir nochmal anschaffen wollen oder wie gesagt jetzt der Außenbereich. Ab dem 4. Jahr gehen wir davon aus, dass es zu der Frage kommt, was machen wir mit dem Geld? Wie viel davon wollen wir verteilen in die Genossenschaftsmitglieder? Okay. Wie ist das eigentlich, wenn plötzlich ganz viele Mitglieder aus so einer Genossenschaft austreten und ihr denen diese Gelder wiedergeben müsst? Denkt man solche Szenarien durch?
Also wir haben 3 Jahre eine Grundmitgliedschaft, die ist so in der Satzung verankert. Das heißt, je nachdem, wann ich in die Genossenschaft eingetreten bin, bei uns läuft das Ganze ja schon 3 Jahre. Also wir haben ja schon während Corona die Genossenschaft gegründet. Das heißt, es werden nicht auf einmal ganz viele austreten zum gleichen Datum, weil die Menschen ja nicht an einem Datum eingetreten sind. Das verhindert, dass es zu einem großen Auszahlungsbetrag kommen wird. Tatsächlich ist es so, dass das Recht da ist und das Geld muss natürlich auch vorgehalten werden, wenn das ein oder andere Mitglied ausscheiden will. Oft sind es dann persönliche Gründe, wir ziehen weg, wobei das, zum Beispiel hatten jetzt schon ein paar, die gesagt haben, ja, wir ziehen weg. Zum Beispiel, wir haben 5 Anteile gezeichnet. Wir wollen nur 2 Anteile in 3 Jahren raushaben, weil ich einfach das Projekt weiter als Genossenschaftsmitglied unterstützen möchte. Okay. Findest du, dass es dadurch, dass so viele gemeinschaftlich Dinge entscheiden, macht es manchmal Dinge leichter oder auch schwerer? Muss ich kurz nachdenken. Es geht bei diesen Entscheidungen ja um große Entscheidungen. Das sind Entscheidungen eben wie der Außenbereich oder damals grundsätzlich, wollen wir die Halle in dieser Halle eröffnen? Was kostet das? Das sind große Entscheidungen und die werden dann diskutiert. Und das bringt aus meiner Sicht eher Vorteile, weil natürlich ein Mensch oder 2 Menschen nicht alle Dinge einfach beachten können, weil sie entweder es nicht wissen oder weil sie vielleicht da nicht dran denken. Und dass dann eher aus dieser Gemeinschaft kommen Punkte, die das Ganze erleichtern, die das Ganze vielleicht auch nochmal von einer anderen Seite beleuchten. Also ich finde, dass diese, wenn es um große Entscheidungen geht, dass das ein sehr großer Vorteil ist, um die Entscheidung richtig zu machen. Ja, das kann ich verstehen. Ich muss sagen, was ich an eurem Projekt so gerne mag, ist, dass ihr in einer sehr ländlichen Region seid und dass das, so stelle ich es mir vor, eine Bereicherung für diesen Ort ist, weil ich selber komme auch aus einer sehr ländlichen Gegend, wo es wenig Angebote ist und wo man halt erstmal weit fahren muss, um irgendwas zu erleben und irgendwas zu machen. Und bei euch ist es ja vielleicht so, manche Leute vor Ort sind noch gar nicht auf die Idee gekommen zu bouldern, weil es einfach nicht um die Ecke ist. Wie wird das von den Leuten in der Region wahrgenommen und angenommen, was ihr da macht? Sind Leute überhaupt erst auf den Sport gekommen dadurch? Was sind da deine Erfahrungen oder Gedanken? Genau so ist es. Ganz viele haben diesen Sport ja noch nie irgendwie angefasst, noch nie einmal irgendwie einen Fuß in sowas gesetzt, weil es eben weit weg ist. Und wo wir es am stärksten merken, ist das, dass wir sehr viele sowieso Erstbeginner haben, die das erste Mal da sind. Und ganz viel merken wir, dass Vereine, dass Firmen, dass öffentliche Einrichtungen, wie zum Beispiel Landratsamt haben wir jetzt zum Beispiel zu Besuch. Wir haben sehr viel Freizeitvereine, also die so Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche anbieten, ob das Reiten ist, ob das, wie gesagt, Freizeiten an sich mit Zelten oder was auch immer, dass diese Anbieter, diese Firmen, diese öffentlichen Einrichtungen, dass die das jetzt nutzen, weil es eben um die Ecke ist. Und sie müssen eben nicht nach Heilbronn, weil das ist ja immer organisatorisch, gerade für Gruppen, ist es unfassbar ja schwer, irgendwie mit 20, 30 Leuten irgendwo hinzukommen, aus der ländlichen Region. Ja, ich kann ja nicht einfach nur in die Straßenbahn steigen. Und da merken wir, dass das Angebot für viele interessant ist, weil sie eben kurze Anfahrtwege haben, weil es in der heutigen Zeit auch aus ökologischer Sicht auch für viele auch wichtig ist, dass sie nicht ewig weit wohin fahren wollen, nur um dort dann zu klettern, zu bouldern, irgendwie Freizeit zu gestalten. Und merken wir, dass unser Angebot, dass es höchste Zeit war, dass so ein Angebot kommt. Ja, sehr schön. Also ich denke da echt so, dass Regionen so eine Aufwertung dadurch bekommen und dass es sowas schon noch mehr geben könnte. Das ist eine richtig schöne Idee. Ja. Wenn jetzt irgendjemand zuhört
und sagt, ja, finde ich cool, habe ich vielleicht auch Bock drauf, das mit irgendwie einer Gruppe von Leuten zusammenzumachen. Kannst du uns vielleicht noch so ein paar Tipps mit auf den Weg geben? Also Frage Nummer 1, was sollte man bei einer Genossenschaftsgründung vorher wissen? Man sollte vor allem wissen, wer ist meine Zielgruppe? In welcher Region befinde ich mich? Wer sind die Nutzer oder wer sind die wahrscheinlichen Nutzer? Und der zweite Punkt, die Halle gehört nicht mir. Mhm. Es ist wichtig, dass ich als Typ Mensch so gestaltet bin, dass ich sage, okay, es ist nicht meine Halle. Allerdings trotz allem tue ich alles dafür, damit die Halle auch funktioniert und dass alle Spaß haben. Und wer sind die Nutzer? Ich glaube, es wird in solchen ländlichen Regionen immer wichtig sein, das für Familien zu machen, oder? Glauben wir ganz fest, dass das die wichtigste Zielgruppe ist, Freizeitgestaltung für diese Gruppe ein Top-Angebot darzustellen. Ja. Gibt es noch andere so Sachen, die ihr gelernt habt oder Sachen, die ihr sagt, okay, vielleicht hätten wir es von Anfang an anders machen können? Oder so dieses typische, wenn ihr das jetzt nochmal neu aufbauen würdet, was würdet ihr anders machen? Ja, da gibt es natürlich einiges. Ich finde es auch völlig in Ordnung, dass man dann sagt, ey, das hätten wir doch gleich so machen können. Das ist zum Beispiel das Thema, dass wir am Anfang, die ersten 2 Monate, haben wir zum Beispiel diese verlängerten Öffnungszeiten nur für Genossenschaftsmitglieder gemacht. Von 6 bis 24 Uhr. Das würde ich beim nächsten Mal nicht mehr so machen. Genau aus dem Grund, wir wollen ja gar niemanden ausschließen. Wir wollen ja, dass alle zu uns kommen. Und alle, die diese Genossenschaft unterstützen, wollen ja, dass ganz viele Menschen zu uns kommen. Das ist auch finanziell ja wichtig. Die Halle trägt sich ja nur, wenn die Leute auch wirklich kommen, ne? Richtig, und da haben ja alle Interesse dran. Hm. Ja. Und ja, da hatten wir so ein bisschen Fokus, sagen, ja, dann, das ist ja ein Riesenvorteil für die Genossenschaftsmitglieder. Ja, ist es ja. Und das ist ja weiterhin ein Riesenvorteil. Ja? Also die haben ja den gleichen Vorteil wie ja, das zu nutzen. Und wenn du jetzt ein Fazit ziehen müsstest schon mal für diese ersten Monate, die ihr eröffnet habt, was lief denn im ersten halben Jahr aus deiner, eurer Sicht gut? Und was vielleicht auch nicht? Für alle, die bouldern oder auch sich mit dem Gedanken beschäftigen, eine Boulderhalle zu eröffnen oder vielleicht sogar schon haben, ist klar, wenn eine Halle am 1. April eröffnet wird, geht ja sozusagen die Sommersaison los. Das heißt, Indoor-Sport im Sommer ja eher etwas weniger gefragt. Und es war natürlich für uns spannend zu sehen, wie läuft es denn im Sommer? Wie ist es, wenn die Halle warm ist? Wie kommen die Menschen überhaupt? Schaffen wir diese in der Branche schlechte Jahreszeit, schaffen wir die? Und da muss ich sagen, sind wir jetzt sehr gut durchgekommen. Da bin ich wirklich happy, dass wir viele Menschen haben, die trotz der warmen Zeit regelmäßig zu uns kommen. Und da schon mal ein Dank an alle Nutzer, an alle Kunden, an alle Genossenschaftsmitglieder und auch Nichtmitglieder, dass ihr so zahlreich zu uns kommt. Gab es irgendwelche Punkte, die noch nicht gut gelaufen sind, die besser laufen sollen? Ja, was wir vielleicht auch von Anfang an hätten besser machen können, ist das Thema Kurse. Wir starten ja jetzt im September mit dem Thema Kurse und die, glaube ich, jetzt im Nachgang hätten wir von Anfang an schon integrieren sollen. Da hatten wir, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen Sorge, dass wir das alles packen, ja, so von der Organisation, da müssen ja auch Menschen da sein, die das machen. Die Technik muss funktionieren, um die Kurse einzubuchen. Die Kurse wurden ja wirklich viel nachgefragt und wir mussten immer vertrösten und das war ein bisschen schade, das würde ich auch anders machen. Also der klassische Einsteigerkurs ist dann sehr gefragt, ja, wahrscheinlich. Mhm. Ja, genau. Und nochmal zu dir persönlich, was sind die Dinge, die dich ganz persönlich freuen an dem ganzen Projekt? Da muss man vielleicht wissen, dass ich seit ungefähr 2010 schon mit den Gedanken gespielt habe, dieses Hobby hier bei uns umzusetzen in Form einer Halle. Und da gab es viele Punkte, viele Aufs und Abs. Und ich bin einfach super erleichtert, dass wir jetzt in dieser Form das hinbekommen haben. Weil früher hatte ich das nämlich anders geplant. Früher war das ist meine Halle, mein Beruf, das will ich machen, davon will ich auch
meinen Lebensunterhalt gestalten. Und das ist der falsche Ansatz aus meiner heutigen Sicht. Und deswegen hat es auch nicht geklappt. Also du bist froh, dass du die Halle jetzt erst gegründet hast mit diesem anderen Mindset. Richtig, genau, ja. Okay, Pierre, es klingt sehr cool. Wie gesagt, es klingt so, als würde ich das ganz, ganz vielen ländlichen Regionen wünschen, dass es ähnliche Projekte gibt. Also muss ja nicht mal Bouldern sein, aber Sport generell irgendwie möglich zu machen für viele Menschen, ist immer eine super Sache. Cool, dass ihr es macht und ich wünsche euch, dass ihr da noch ganz viel Erfolg weiterhin mit habt. Vielen Dank und da auch ein Appell, wer sowas plant, ihr dürft gerne auf uns zukommen, schreibt uns an die info@boulderbock.de und dann gehen wir in den Austausch. Sehr gerne und vielen Dank an dich, Juliane, für die Einladung. Sehr gerne. Das war Pierre Pardon im Binweg Bouldern Interview. Vielen Dank, Pierre, für das Gespräch. Schaut euch die Halle mal im Netz an. Die Links findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören. Juliane mein Name und ich bin weg Bouldern. Obwohl, erstmal trinke ich Salbei-Tee, dann werde ich gesund und dann gehe ich bouldern. Ciao.